Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So, wir sind bei der Akademie. Jetzt schauen wir mal eben. Achtung! Der Unterricht beginnt! Ja, das ist schön. 5 Krale. Ihr kommt immer, wenn Ras euch am dringendsten braucht. Ja. Er hat diesen gefunden. Rettet euch! Was? Ras, was machst du denn hier? Nachdem Ras mit der hübschen Psychikerin Oriandra gesprochen hatte, erreichten mich erste geflüsterte Warnungen über die illustre Akademie der Illumination. Sie meinten, der Hof des Aufruhrs würde dort einen Sapiarchen jagen. Deshalb musste Ras kommen und sich das anschauen. Dieser hatte aber nicht mit den verrückten Leuten gerechnet. Ein gejagter Sapiarch? Das muss einer der Turmwächter sein. Ich bin hier, um sie zu finden. Dann schwebt der Kristallturm also wirklich in Gefahr? Dieser mag das kaum glauben. Der Kristallturm. Er ist eine Bastion. Ein Symbol für alles, was den Hochelfern am Herzen liegt. Die Königin wäre sehr sauer auf Ras, wenn dem Turm etwas Schlimmes widerfahren würde. Es gibt 2 Sapiarchen. Sie bewachen die Diamantschlüssel, mit denen sich der Kristallturm öffnen lässt. Jetzt versteht Ras, warum der Hof des Aufruhrs nach genau diesen Weisen sucht. Sehr schön. Deshalb braucht man sich nicht den Schwanz zu verdrehen. Ras wird euch helfen, die Sapiarchen vor den irren dädrischen Kultisten zu retten. Schauen wir im Gästeflügel auf der Westseite des Gebäudes nach. Geht voraus. Hier lang, folgt Ras. Okay. Sag mir doch einfach, wohin. Was kommt denn da näher? Eine Art seltsames Wassertier? Macht euch bereit, geentert zu werden, Leute. Was? Okay. Neuankömmlinge? Mir wurde nichts von Schülern oder Gelehrten heute gesagt. Tut mir leid. Man gibt mir in der Regel Bescheid, wenn neue Akademiker eintreffen. Ich bin mir sicher, dass ich einen Weg finde, um euch irgendwo hineinzuquetschen. Wie lange plant ihr denn zu bleiben? Nein, ich suche nach ein paar Sapiarchen. Hanayel und Imidril, sind sie hier in der Akademie? Sicher. Sie kamen vor ein paar Tagen an. Aber nur Sapiarchen Hanayel blieb. Sie arbeitet an irgendeinem Buch. Ich glaube, das hat sie zu mir gesagt. Keine Ahnung, wo der andere abgeblieben ist. Sie war aber schon eine ganze Weile nicht mehr auf ihrem Zimmer. Ist das so eine Stalkerin, die alles überwacht hier? Glaubt ihr, sie hat das Gelände der Akademie verlassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat all ihre Sachen dagelassen. Unterlagen, wertvolle Folianten. Sowas würde kein Weiser einfach zurücklassen. Vielleicht wurde sie nur in diesen ganzen Unsinn dort draußen verstrickt. Ihr könnt euch ihr Zimmer anschauen, wenn ihr mögt. Es ist gleich dort drüben. Okay, danke schön. Das werden wir machen. Und Ras? Muss ich wieder selber suchen, ja? Sapiarch Imidril, ich glaube, ihr habt gut daran getan, die Akademie zu verlassen und die uralten Ruinen aufzusuchen. Irgendwas stimmt hier nicht, obwohl ich nicht dahinter komme, was genau. Ich bevorzuge es, mich tagelang in den Büchern der Akademie zu verkriechen und ich gehe davon aus, dass ich mich noch eine ganze Weile im ruhigen Studierzimmer der Bibliothek verstecken werde. In seinen komfortablen 4 Wänden fühle ich mich deutlich besser, sicherer. Lasst mich euch erklären, wie ich meine Forschung zu organisieren plane. Zu Beginn werde ich mich Tellingers Tellurin zur Krecke annehmen. Als wir uns das letzte Mal zum Abendessen trafen, schien er brüskiert darüber, dass ich mich nicht an jede einzelne Zeile seines Werkes erinnern konnte. Dann habe ich vor, das Traktat der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft über die Meereselfen noch einmal zu lesen. Die Bibliothek der Akademie ist wahrlich höchst umfangreich. Im Anschluss möchte ich das Werk lesen, mit dem ich die Magiergilde unser geschätztes Kolleg beschreibt. Ich gehe davon aus, dass es voll von Fehlern und Herabwürdigungen ist, aber vielleicht werde ich ja positiv überrascht. Anschließend gönne ich mir dann wohl etwas leichte Lesekost. Etwas, das man zum Vergnügen liest, nicht zum Studierzwecken. Vielleicht den 4. Band der dunkelelfischen Serie Jahr 2920.
Ich weiß, dass ihr dieses Werk verachtet, aber es ist so gut geschrieben. Vielleicht versuche ich mich an dieser Technik, die die Sapiachin dem fremdländischen Literatur berühmt gemacht hat. Sie war ein komischer Kauz, aber mich hat die Vorstellung schon immer fasziniert, Bücher auf nebeneinander liegende Podien zu legen und sie gleichzeitig zu lesen. Okay. Wobei man je nach Freude am Thema immer von einem Podium zum anderen wechselt. Ich lasse euch wissen, wie die Methode funktioniert. Hanayel. Ja, beweg dich doch nicht immer, Ras. Der Brief der Sapiachin. Sie hat in den Worten eine kodierte Botschaft hinterlassen. Ras hat so etwas schon einmal gesehen. Ein Code? Könnt ihr ihn knacken? Hanayel erwähnte, dass hier etwas nicht stimmt. Dass sie sich in einem ruhigen Zimmer verstecken will. Sehr klug. Anscheinend wusste die Sapiachin, dass jemand Jagd auf sie macht. Aber diese Liste mit spezifischen Büchern in einer speziellen Reihenfolge, das ist der Schlüssel, denkt Ras. Also müssen wir die Bücher finden, die Hanayel erwähnt hat? Wir müssen die Bücher und die Podien finden, wenn Ras die Bedeutung ihres Codes richtig entschlüsselt hat. Wollen wir hoffen, dass wir sie finden, bevor der Hof des Aufruhrs das tut. Kultisten führen einen dädrigen Angriff auf das Kolleg der Sapiachin durch. Dort war ich, bevor ich hierher kam. Das sind verstörende Neuigkeiten. Die Königin hasst die Machenschaften der Dädra, insbesondere die ganz Unverhollenen. Beeilen wir uns und versuchen wir, die Sapiachin zu finden. Aber natürlich, Ras. Ich gehe da doch nicht ran, weil Ras hat mich auch schon mal verraten. Halt, stopp. Doch, die Bücher sind draußen. Ja, ich dachte gerade schon. Okay, die sind wo genau? Im stillen Raum höher. Achso, hier links wahrscheinlich. Wieso habe ich jetzt gedacht, dass da Wasser war? Keine Ahnung. Ah, ist das schön. Das ist eins meiner Haupthäuser. Auch wenn das ein bisschen anders aussieht. Hier kommt man auch rein, da war nämlich mein Schlafzimmer. So, Hallöchen, guten Tag. Ist das das jetzt? So, die Bücher brauche ich ja jetzt nicht zu lesen. Die könnt ihr gerne lesen, wenn ihr das möchtet. Dann da hinten. Ah, da geht's rum. Das Jahr 2920. Davon hatte sie ja gesprochen. Und es ist alles geklaut hier. Dann ist der wieder sauer auf mich, der Bastian. Moment, hier ist noch eins. Die Weisen des Kristallturms. Nur wie immer, wenn ihr lesen möchtet, einfach mal kurz auf Pause drücken. Weil das gehört jetzt nicht zur Story in dem Sinne. Weitere Anmerkungen zu den Krecken. Ras? Er macht die Tür auf, aber ich darf sie dann nicht geöffnet haben, oder wie? Hallo? So, das Menschentorheit. Nun höret her, denn ich warne euch vor dem Unkraut, das da sprießt. Unsere Meer beginnt mit einem traurigen Ding. Diesen hässlichen... sie hieß der Entzweiung. Es war keine Befreiung. Schweine, Menschensamen. Oh je, ich befürchte, das wird jetzt kompliziert werden. Mit einem traurigen Ding. Weise des Kristallturms. Ist das ein trauriges Ding? Keine Ahnung. Oh, also. Besser konnten die das jetzt nicht beschreiben. Ich nehme an, dass das dazugehört. Dass sich von Fäulnis ernährt. Diesen hässlichen Keim beschwor ein Schelm herbei. Lange war die Schlacht da schon her. Die Entzweiung, es war keine Befreiung, als der Himmel zu Fall kam. Er schlug hart auf und Schlamm kam heraus. Keine Ahnung. Ich mache mal die Notizen.
Ach so, das kehrte meine Hand zurück. Okay, so schwer ist es dann anscheinend doch nicht. Ich fange mal mit dem Weisen an. Der ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, wonach man das machen kann. Der ist es auch nicht. So, also das dritte Buch gehört auf das erste Podest. Dann danach, das erste Buch gehört auf das zweite Podest. Und auf das dritte Podest gehört Weise des Kristallturms. Und auf das vierte das Jahr 2920. Ein verschwindendes Bücherregal. Ras mag so schlaue Sachen. Ne? Mein Illusionszauber. Wer seid ihr? Falls ihr die Person seid, die mich verfolgt, dann muss ich euch warnen. Ich schreie. Das würde wahrscheinlich viel bringen. Sapiachin, Lanatil hat mich geschickt, um euch und den anderen Turmwächter zu finden. Ich wusste, dass ich mir da nichts einbilde. Ich hatte Emidriel gesagt, dass uns jemand folgt. Wenn euch die Leiterin des Kollegs der Sapiachin schickt und sie euch erzählt hat, dass wir die entschlossenen Diamanten bewachen, muss es um eine ernste Angelegenheit gehen. Sind die anderen Allianzen darin verstrickt? Eher dädrische Fürsten. Wo kann ich Emidriel finden? Dädrische Fürsten, sagt ihr? Mehr als einer? Das klingt nicht sehr gut. Emidriel ist nach Königshafen gegangen. Die alten Ruinen, nicht allzu weit von hier. Er stöbert bei jeder sich bietenden Gelegenheit dort herum. Aber ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Ich gehe nach Königshafen und sehe nach dem Sapiachen. Ras erklärt der hübschen Sapiachin alles und sorgt für ihre sichere Rückkehr nach Lilandiril. Ihr sucht den anderen in den Ruinen. Der hübschen Sapiachin? Naja, gut, okay. Die sind anscheinend alle nicht so besonders hübsch. Na gut, wir machen hier allerdings, also keinen Cut in dem Sinne, aber ich werde mich jetzt erstmal aufmachen und wir sehen uns dann gleich am Königshafenpass wieder. Bis gleich. So, der Königshafenpass. Oh, eben schauen. Wir müssen da... Ja, wir müssen wahrscheinlich den linken Weg gehen und dann hier so rum, denke ich mal. Basti, es wäre ganz nett, wenn du mich da raushalten könntest. Es geht nicht, weil ich hier dann wieder... Oh, komm. Leute, ernsthaft... Lass mich auch da rein. So. Du willst mich hier veräppeln, oder? Tut mir leid, Leute. Ich habe gerade keine Zeit für sowas. Lobpreis. Anscheinend muss ich doch Zeit dafür haben, weil die Idioten mal wieder so blöd hier rumstehen, dass ja, ich die ganze Zeit die Aggro habe. So, jetzt lass mich mal hier rein. Da müssen wir rum. Oh, keine Spinnen. Die gehen mir auf die Nerven. Vor allem versuchen die dann immer, die Leichen zu fressen und sich damit zu heilen. An meinem Netz kommt kein Sterblicher vorbei! Ja, das habe ich schon mal öfter gehört, ne? Zu spät! Die Herrin hat sich ihren Preis schon genommen! Lass mich rein. Helft bei der Rettung? Moment, hä?
Nee, jetzt will er wieder, dass ich zurückgehe. Muss ich nicht verstehen. Ah, hier. Dass es mich holt. Ich habe das im Griff, glaube ich. Ach so. Hier da, verbrennt die Netze. Schnell. Ja, welche Netze? Wo? Was? Wie? Die hier? Nee. Die Netze. Ach, mein Gott. Ich kenne wir doch. Fahlers verdammte Netze. In jeder Ecke und jedem Winkel. Aber danke für die Hilfe. Nein! Rettet den Dämmerstern! Und weg war er wieder. Okay, nimmt den Dämmer. Achso, hier. Der liegt hier einfach so rum. Sag mir das doch. Das Spinnengift. Es breitet sich schnell aus. Nehmt diesen entschlossenen Diamanten. Lasst das Opfer des Goldenen Ritters nicht umsonst gewesen sein. Ich werde den Diamant beschützen. Sapiachin Lanatil hat mich geschickt, um euch zu finden. Hanayil ist in Sicherheit. Dann wisst ihr, dass wir Turmwächter sind. Hüter der Diamantschlüssel zum Kristallturm. Bitte sorgt dafür, dass mein Diamant sicher verwahrt bleibt. Was ist mit dem goldenen Ritter geschehen? Mephala, die Fürstin der geheimen Künste. Sie trachtete nach meinem Diamanten, aber sie zeigte auch großes Interesse am goldenen Ritter. Ich fürchte, sie hat ihn in den Spiralstrang entführt. Ah. Keine Sorge, Turmwächter. Sagt Hanayil, es tut mir leid. Ah, ich finde sowas immer traurig. Die Leute sollen doch nicht sterben. Vor allen Dingen nicht, wenn ich die gerade retten wollte. Ah, Hallöchen. Da seid ihr ja. Der Riesenmeister braucht euch sofort wieder auf Atheum. Sucht mich im Turm Zephora auf, sobald ihr könnt. Ja. Kein Thema. Ich wollte nur eigentlich nochmal schnell... Hier muss ich rum, ne? Ich wollte nur eigentlich nochmal schnell hier den, ich dachte, da wäre ein Buch. Och, ja, ist ja gut. Die Scherbe hier holen. Und dann wollte ich eigentlich rausporten. Aber die stehen natürlich wieder alle so blöd hier im Weg rum. Ja, auch schon wieder. So. Ja, du bist natürlich auch noch da, ist klar. Hallo, was hat der denn jetzt gerade gemacht? Und da liegt noch ein Buch. Sehr schön. Komm ich nicht ran? Jetzt. Ja, das ist doch klasse. Die Geschichte von Syraban. Könnt ihr gerne durchlesen, wobei sich das eher... ja, Musik episch und abenteuerlich. Ich wollte gerade sagen, wobei sich das eher nach einem Lied anhört bzw. aussieht. Ja, ich bleib mal hier ein bisschen im Dunkeln stehen, weil ich würde sagen, weil ich denke, das ist jetzt wieder eine neue Quest, die dann da beginnen wird. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in Atheum, ja, in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.